ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier wird der London-Vlog werden. Ich bereite mich gerade vor, wie man im Hintergrund sehen kann, sind 1000 Sachen am Boden zerstreut, weil ich habe nur einen Handgepäckskoffer und deswegen sortiere ich alle Sachen aus und ich glaube, ich muss auch noch die Outfits richtig aussortieren bzw. anziehen, schauen, ob das überhaupt ein Outfit da gibt, weil jetzt habe ich den Koffer zwar gepackt, aber ich glaube, ich habe vieles doppelt eingepackt, also so schwarze Oberteile, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte ich vielleicht anziehen. Aber ich möchte irgendwie ein bisschen smart packen, dass ich nichts Unnötiges dabei habe, wenn ich eh nur einen Handgepäckskoffer habe. Auf jeden Fall freue ich mich total auf den Trip. Ich treffe da ja Aliana, ich glaube, das wissen die meisten. Wir treffen uns da zum allerersten Mal in Person. Aber irgendwie muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon ewig, weil wir stehen im ständigen Kontakt. Aber ich glaube, es wird trotzdem nochmal richtig cool werden, dass wir uns in real life treffen. Ich bin mega gespannt auf die Zeit und ich freue mich einfach, dass ich euch dabei mitnehmen kann. Es ist auch das allererste Mal, dass ich alleine fliege und darauf bin ich auch gespannt, muss ich sagen, weil ja, ist mal ganz eine neue Experience. Und ich dachte mir, ich ziehe vielleicht ein paar Outfits an und zeige sie euch so als Inspiration, was ich alles so mitnehme, was ich cool finde für Reisen und vielleicht interessiert es euch ja. Outfit Nummer 1. Ich habe noch keine Ahnung, ob das cool aussieht oder wie ich das finde, aber das ist eine Lederhose, die ist von Hollister. Und das Oberteil, das ist so ein langes Hemd, das finde ich richtig cool. Das ist von Chiquelle und die Sonnenbrille ist von H&M. Das finde ich ganz cool, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe übrigens einen Chiquelle-Code, der heißt Daily20, da bekommt ihr 25% auf alles, ausgenommen Sale, ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber sie haben mir diese Sachen zugeschickt und ich darf euch einen Code geben. Deswegen zeige ich euch den. Dann nächstes Outfit. Ich habe so eine Kappe aufgesetzt und den Pulli. Der Pulli ist auch von Chiquelle und ich habe eben diese Lederhose, die habe ich jetzt einfach angelassen. Finde ich eigentlich auch cool. Ich weiß nur nicht, also ich nehme mehrere Pullover mit, was ich für Pullover mitnehmen soll. Aber das Outfit wäre auch so für einen Tagestrip ganz cool, also Tagestrips oder so für den Tag möchte ich eher so casual, comfy Klamotten anziehen. Da ist das mega. Also ich liebe die Pullis, die sind richtig angenehm mit so einem mega feinen Stoff. Dann so ein bisschen eleganteres Outfit. Also ihr seht gleich wieso. Das ist hinten so richtig schön geschnitten. Das finde ich auch mega. Ist auch von Chiquelle. Also ich bin richtig froh, dass die mir so ein paar Sachen zugeschickt haben. Kann ich da richtig coole neue Outfits austesten. Das ist eher so für den Abend, weil es halt hinten so offen ist, aber stelle ich mir gerade auch für Fotos machen richtig schön vor. Das wird mein Flugoutfit werden. Dieser grüne Pulli, der ist von Pull & Bear und die Hose, die ist von ASOS. Die ist unten so wide leg und genau mit dem werde ich fliegen, weil das finde ich richtig bequem und auch mega schön und das nimmt sehr viel Platz im Kofferweg und deswegen werde ich damit fliegen. Das ist auch noch ein Oberteil. Das ist auch von Chiquelle. Das finde ich mega cool. Das ziehe ich zum Tanzen immer an. By the way, mache ich mich auch fertig gerade fürs Tanzen und ich bin mir gerade unsicher, weil irgendwie passt das gerade nicht so zusammen. Ich möchte nämlich mega gerne eine Jogginghose anziehen, aber genau, ich schaue jetzt noch, was ich oben anziehe. Ich werde jetzt zum Tanzen gehen. Danach treffe ich mich mit einer Freundin, mit der Anna. Die war nämlich in Dublin ein Auslandssemester machen und die hat einen Adapter, den ich dann brauche für London und deswegen hole ich mir den dann ab. Und genau, ich habe mich jetzt für eine Jogginghose und ein rückenfreies Oberteil entschieden, also nicht das von Chiquelle. Es geht los, ich bin fertig und wir fahren jetzt zum Flughafen. Der Jakob fährt mich heute.
Wir sind in Raum 400 und ich check jetzt, oder ich gehe jetzt zum ersten Mal ins Zimmer. Oh, wie cute. Das ist unser Zimmer. Wie cute. Ich finde es richtig süß. Oh mein Gott, ich bin im Hotelzimmer. Ich freue mich so. Ich habe es einfach geschafft. Ich habe nämlich, also ich hatte echt schon ein bisschen Panik davor, vom Flughafen zum Hotel zu kommen, weil ich bin so schlecht in Orientierung und Sonstiges, und ich habe ja auch kein Internet hier. Das heißt, ich musste davor mir alles raussuchen. Und seht ihr, wie krass meine Haut gerade eskaliert wegen der Maske. Aber naja, ich warte jetzt auf Aliana, die kommt in einer Stunde. Vielleicht kaufe ich jetzt noch ein bisschen was zum Essen, weil es jetzt sicher auch Hunger. Und ja, das Wetter ist nicht so geil leider, also es regnet richtig, aber ja, ich finde es gar nicht schlimm, also ich mag Regen auch. Unser Zimmer habe ich euch, glaube ich, eh schon gezeigt. Ich mache mal eine kleine Roomtour. Wir sind übrigens im Motel One, das heißt, es ist eher ein kleines Hotel bzw. Motel. Man kommt hier rein, dann ist hier einmal ein riesiges Bett. Hier hat man so ein bisschen Verstauraum, hier auch. Und hier ist so ein großes Fenster. Hier hat man so Kaminfeuergeräusche. Hier ist ein Spiegel. Dann geht es hier weiter ins Badezimmer. Da war ich auch noch nicht drin. Ja, das ist jetzt auch nicht groß, aber es hat alles, was man braucht. Also hier ist ein Spiegel, eine Toilette, eine Dusche. Und genau, ich werde mich jetzt ein bisschen auffrischen. Vielleicht meine Sachen schon ein bisschen wegräumen, damit Aliana dann ein bisschen mehr Platz hat. Und dann werde ich Food kaufen gehen. Ja, weil ich habe auch schon ziemlich Hunger. Ich freue mich, ich bin einfach in London. Leute, wie schön ist das hier? Schaut euch mal diese Bäume an mit diesen rosaroten Blättern. Ich habe mir jetzt ein Croissant gekauft. Ich sitze hier und mache schon ein bisschen was für die Uni, weil wir haben nächste Woche eine Präsentation und ich dachte mir, ich nutze die Zeit jetzt einfach und fasse ein bisschen zusammen und schreibe mir ein paar Sachen raus. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja Aliana noch nie gesehen und ich warte jetzt einfach hier vor der Tür, bis sie kommt. Ich bin so gespannt, wie es werden wird. Na? Oh mein Gott, es ist so schön hier. Ich finde auch mega. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go. It's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so. Schaut mal, wer hier ist. Irgendwo hey. Da drunter ist Aliana. Hi. Wir sind jetzt auch schon eine Zeit lang am Weg. Es ist richtig dunkel. Am Weg. Auf dem Weg. Am Weg dran. Genau. Am Wie sagt man denn? Naja, was willst du sagen? Auf wir sind auf dem Weg. Aber wohin? Unterwegs. Unterwegs, ja. Ja, das würde eher passen. Wir sind schon eine Zeit lang unterwegs und wir waren jetzt essen. Wir waren Sushi. Yes, wir haben Sushi gegessen. Wir wollten eigentlich, also Aliana wollte unbedingt, wie hieß das nochmal? Tempura, also das ist frittiertes Sushi. Genau, das wollten wir eigentlich, aber das gab es dann leider nicht. Hast du schon ein Intro gemacht, damit das nach London fährst? Ja, ja, klar. Also ich filme ja nicht den ganzen Tag, du nicht? Wir wollen so coole Clips aneinander rein und dann irgendwann mal Hallo sagen. Ah, okay. Hast du auch so richtig mit Reden gebloggt? Ja. Wow. Ja. Das wirst du morgen auch machen. Wow. Wir sind jetzt wieder back im Hotel und Aliana ist gerade runtergegangen und fragt wegen einer zweiten Bettdecke. Und ich wollte euch unsere Snacks zeigen, die wir gekauft haben. Und zwar haben wir einmal solche Gummibärchen gekauft, solche Tropical Mangos. Dann Maltesers, weil Aliana hat noch nie Maltesers gegessen. Und ich dachte mir, oder ich musste sie mitnehmen.
Und die wollte ich probieren, weil es sind neue Malteser. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und Wasser haben wir gekauft. Wir starten jetzt eine Umräumaktion. Für uns geht es jetzt nämlich 3 Stockwerke weiter rauf. In genau ein das Upgrade in unsere Super Suite. Yes, mit ein bisschen höheren Ausblick. Sonst genau das gleiche Zimmer. Aber Miss Aliana kann sonst nicht schlafen. Aliana war gerade unten und hat nach einer zweiten Bettdecke gefragt. Und er hat uns einfach ein neues Zimmer gegeben, weil es in diesem Zimmer 2 Bettdecken gibt. Und deswegen ziehen wir um. Und die Bettdecke zieht nicht zu uns. Das ist ein bisschen unlogisch, aber ja. Hallo, heute ist der neue Tag. Heute ist Samstag und wir sind schon ready gemacht. Mein Wecker ging heute um 6.30 Uhr. Und zwar nicht nur so ein sanfter, sondern so ein richtig iPhone-Wecker. Ich glaube, Aliana ist erstmal. Du wurdest sofort wach, oder? Ja, da kann man so richtig. Ja, aber auch vor allen Dingen, mein Herz hat so gerast, weil ich mich so erschrocken habe. Wisst ihr, wenn so jemand wie Vanessa, denn die. Hier, was haben wir denn hier mit deiner Einstellung? Ich hatte immer noch die alte so Zeit. So ist ihr Ton. In der Lautstärke. Also, aber der typische iPhone-Ton. Ja, und dann so richtig, dass das erstmal noch so ein, wie heißt denn das, wenn der Ton losgeht, so richtig alles eskaliert, ja. Und dann der Ton normal wird. Aber man wacht wirklich auf davon. Also wir sind seitdem sind wir wach. Toll. Perfekt. Aber ja, ich glaube, wir haben auch genügend Schlaf bekommen. Und jetzt gehen wir dann frühstücken. Wir haben gerade herausgesucht, was für ein Restaurant oder was für ein Frühstückslokal wir aufsuchen. Und genau, wir hoffen, dass das Wetter heute standhaft bleibt. Also es ist irgendwie so ein bisschen durcheinander. Davor war Regen und jetzt aber ist wieder ein bisschen blauerer Himmel. Kleiner Outfit-Check. Das hier ist mein Outfit. Das Oberteil ist von ASOS. Und die Hose ist auch von ASOS. Also das Kleid ist von Forever 21. Der Polygon. Okay. Ja, da gibt es auch überall so einen Rollkragenpulli. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees, without me, I bet that you... Aliana und ich waren gerade mega fancy frühstücken und jetzt sind wir gerade hier. Aliana macht schon fleißig ein bisschen Content. Also wir machen Fotos. Yes. Und wir dachten uns eigentlich, dass man in London gar nicht so auffällt, wenn man mal ein Handy aufstellt und ein bisschen verrückt herumgeht. Aber wir werden schon ein bisschen komisch angeschaut, aber es ist okay. Wir sehen die ja eh nie wieder. Auf jeden Fall hier ist die Brücke, die Tower Bridge. Da waren wir auch gerade drauf und haben ein paar Fotos gemacht. Und jetzt sind wir hier. Guck mal, wie nice das ausschaut. Das hier ist mein zweites Outfit. Wir sind jetzt back im Hotel. Wir wollten uns auch einfach sonst mitvloggen. Ja. Ich übernehme deinen Vlog. Ja. Wir haben uns nochmal umgezogen. Jetzt gehen wir. Wir machen entspannt, haben wir. Gehen mal wieder. Und versuchen uns keinen Fotodruck zu machen und dann wahrscheinlich mit. Yes. Yes. Aber ich nehme dieses Mal das Stativ auch mit. Dann kann ich ein bisschen mehr auch von London zeigen und ein bisschen mehr von draußen filmen. So, wir waren jetzt Mittagessen und jetzt sind wir motiviert. Wir steigen jetzt in einen Bus ein, in einen random Bus und fahren irgendwo hin, wo es vielleicht ganz gut aussieht. You said it was the last time. Wir sind jetzt bei Whole Foods
Wir kaufen uns jetzt ein paar Snacks. Die Preise sind, was ich bis jetzt gesehen habe, ein bisschen hoch. Huch! Egg Natural. Kamera. Das ist ja eine Überraschung. Ihr hier in London? Im Süßigkeitenhimmel. Wir haben jetzt einmal, also Aliane hat einmal so eine Pizzaschnitte gekauft. Aber schmeckt richtig. Dann habe ich einmal hier so das hier gekauft und Salt and Vinegar Chips. Probieren jetzt diese... Dein Vlog wird bestimmt voll cool. Meiner voll lame. Nein, zum Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Ich habe ja noch Zeit. Ja. Wir probieren jetzt hier diese Dinger da. Vielleicht will ich nur die Hälfte. Und? Eins bis zehn? Sechs. Ich finde jetzt nicht so special-mäßig. Du? Ja. Eins bis zehn? Ja, so nur 6,5. Also ich finde die Schokolade mit Butter. Es ist jetzt 8 Uhr. Wir haben die ganze Zeit Stories hochgeladen. Ich hatte ja den ganzen Tag kein Internet. Aliana geht super. Sie ist mega topfit und richtig motiviert auf den weiteren Abend. Ja, wir gehen jetzt was essen, beziehungsweise wir holen uns jetzt was zum Essen. Weil eigentlich hatten wir richtig große Pläne. Wir wollten Fotos machen im Aufzug. Wir wollten TikToks machen. Wir wollten essen gehen. Hier sind wir gelandet. Aber es wird schon. Die Motivation kommt wieder. Stimmt's? Nein. Ich mache heute keine Fotos mehr im Aufzug. Nein. Die Motivation für Essen kommt noch. Ja, und dann sofort schlafen. Bounce with the trap, with the lean, with the trap, with the snap. Lean with the trap. All my ladies pop your bitches. Nicht, dass wir Urheberverletzungen bekommen. Wir wollten eigentlich zum Supermarkt gehen, sind aber bei McDonald's gelandet, haben einen veganen Burger für mich und große Pommes für mich, für Aliana mittlere Pommes und Mozzarella-Käse. Das war wichtig. Sticks. Was? Die Größen der Pommes. Ja. Food Hall muss doch schon. Gemacht und wir mussten diesen Weg lang gehen. So hat sie sich einfach angehört und dann immer mit. Da steht die Große. Also, kaum zu glauben, aber Vanessa ist noch unkaputtbarer als ich in Sachen Content. Also wirklich so viel, das war schon krass. Und jedes Mal schimpft sie mit mir, dass ich nicht ordentlich vlogge und sie erklärt immer alles, ihren ganzen Vlog und ich bin immer so. Oh. Da kam noch ein Fahrer. Dann dachte ich vielleicht, stoppen. Genau. Das war so schön.